Hallo, Malban hier. Diesmal auf Deutsch. Ja, weil ich denke, dieses Video richtet sich hauptsächlich an deutsche Zuschauer. Ich habe vor kurzem die Vectrex-Schau gesehen, wo Torben Blitz besprochen hat. Und Blitz kam als ziemlich unterirdisch davon. Ich habe auch nie Blitz gespielt und die zwei, drei Mal, wo ich es gespielt habe, fand ich es auch schrecklich, muss ich zugeben. Aber das liegt natürlich an unserer kulturellen Einstellung. Also bin ich mal davon ausgegangen, dass wir mit Football überhaupt nichts am Hut haben. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, wenn ich Vectrex-Spiele vorstelle, also mir persönlich, Torben, mach was du willst. Ich denke nur, wenn ich ein Vectrex-Spiel vorstelle, dann möchte ich das eigentlich so vorstellen, dass die Leute alle Aspekte davon sehen und vielleicht auch verstehen können. Und für mich gehört so ein bisschen dazu, dass ich mich auch mit dem Spiel beschäftige und nicht 5 Minuten reinspiele, gefühlt mit einer Einstellung da dran gehe, mir gefällt das Spiel sowieso nicht und ich stelle das jetzt auch mal schrecklich vor. Aus diesem Grund habe ich mir mal ein bisschen Zeit genommen für Blitz. Ich kenne keinen Football, ich habe einen Arbeitskollegen, der hat in der Bundesliga Football gespielt, ist ziemlich bewandert, aber das hilft mir natürlich selber relativ wenig. Ich musste mir tatsächlich ein bisschen etwas durchlesen, was eine Line of Scrimmage ist, was ein Punt ist und solche Geschichten. Habe ich gemacht, aber ich sag mal, insgesamt habe ich, glaube ich, auch nicht mehr als eine Stunde wahrscheinlich für das Spiel investiert. Und so schrecklich man das als nicht erfahrener Blitzspieler finden kann, eigentlich ist das ein ziemlich cooles Spiel, finde ich. Also, man muss bedenken, das ist auch wieder, ich weiß nicht, 4 oder 8K groß. Das ist eins der ersten Sportspiele. Man kann das Spiel zu zweit spielen. Also, natürlich habe ich es nicht zu zweit gespielt. Finde mal jemand, der mir direkt spielt und dann noch so ein obskures Spiel wie Blitz. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es 2 Football-Fans gibt, die Blitz auf dem Vectrex hatten, dass das Spiel schon für Nächte mit Spaß gesorgt haben kann. Ihr werdet gleich sehen, warum oder warum ich es auch nicht schlecht finde. Ich muss nur so ein paar Sachen vorweg erwähnen, damit man mit dem Spiel so ein bisschen klarkommt. Und das weiß man eigentlich nur, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Die Anleitung zu lesen hilft zwar auf Anhieb erstmal zu... Nein, sie verwirrt eigentlich mehr. Das ist Learning by Doing. Ist einfach so. Also, es geht darum, bei Football... immer 10 Yards weiterzukommen. Das Spiel fängt in der Mitte an, die gegnerische Mannschaft kickt den Ball fast in die Nähe deines Tores und du musst dich dann 10 Yards für 10 Yards an das gegnerische Tor ranarbeiten, also 10 Yards mindestens. Wenn man 10 Yards geschafft hat, dann hat man einen neuen First Down. Es gibt 4 Versuche jeweils, um diese 10 Yards zu erklimmen, es sei denn, einem wird der Ball richtig abgenommen, dann halt nicht, dann ist der Gegner sofort dran. In diesen 4 Versuchen kann man halt verschiedene Sachen machen. Man stellt zuerst mal seine Mannschaft auf. Ich weiß nicht, ob das wirklich entscheidend ist, wie man die Mannschaft aufstellt. Man hat 3 oder 4 Einstellungen. Das sind die Joystick-Buttons, wo man sich eine Formation auswählen kann. Dann geht der Ball an den Quarterback und der Quarterback hat dann verschiedene Möglichkeiten. Wenn er in der Nähe des Tores ist und meint, wir schaffen es nicht mehr, einen Touchdown zu machen, dann kann er auf das gegnerische Tor zielen, das gibt 3 Punkte. Er kann den Ball mehr oder weniger selber nehmen und nach vorne rennen. Und ich sag mal, wenn er seinen First Down schafft, ist ja gut. Dann kann man das so spielen. Oder er kann passen an seine anderen Spielerkollegen. Das ist ein bisschen trickreich, aber das erfordert Einspielen. Aber dann geht das auch ganz gut. Oder es gibt einen sogenannten Punt, wenn ich das so verstehe, macht man so etwas praktisch aus seinem letzten Down, wo man nicht mehr sehr viele Möglichkeiten hat, schießt den Ball möglichst weit in die gegnerische Hälfte, damit der gegnerische Spieler möglichst weit hinten anfangen muss, um sich selbst wieder nach vorne zu krabbeln. Das sind, glaube ich, so die Spielzüge. Was man mit dem Passen auf sich hat, ich glaube, also so verstehe ich das zumindest, man kann nur passen, solange man hinter der Line of Scrimmage ist, also sprich, da wo man angefangen hat mit seinem Zug. Das heißt, wenn man weiter vorne ist, kann man auch nicht mehr passen. Wenn man das nicht weiß, fühlt sich das so an, als naja, könnte man nicht passen oder wäre das Spiel kaputt. Aber ich glaube, man kann nur passen, solange man hinter der Line of Scrimmage ist. Aber dann kann man auch theoretisch mehrmals passen, wenn man möchte.
Es gibt immer nur einen Spieler, den man kontrolliert, der ist ein bisschen heller. Es gibt einen gegnerischen Spieler, der ist ein bisschen heller, der wird vom Computer kontrolliert. Natürlich werden alle vom Computer kontrolliert, aber der wird speziell vom Computer kontrolliert. Und der gegnerische helle Spieler, der ist in der Regel sehr viel schneller. Den kann man eigentlich nicht entkommen. Das Einzige, was man machen kann, ist dem seine eigenen Gegenspieler entgegenstellen, sodass er praktisch ja, aufgehalten wird. Aber wenn man die eigenen Spieler nicht kontrolliert, ist das auch mit Vorsicht zu genießen. Also man muss seine Aufstellung so wählen, dass der hoffentlich attackiert wird und nicht einem sofort über den Haufen rennt. Ich spiele jetzt einfach mal ein Spiel. Ich gehe fast davon aus, dass ich das gewinne, obwohl ich das erst vor einer Stunde angefangen habe, ich sag mal, wirklich zu spielen. Angeblich sind auch Scores von 70-0 möglich. Ich glaube, mein höchster Score war, ja, weiß nicht, von 20 Minuten habe ich das mal gespielt. So 20-0, beziehungsweise 21-0. Aber was noch zu den Pässen? Wenn man einen Pass macht, kann man den Ball leicht kontrollieren. Ansonsten wird man nämlich ewig vorbei passen an den anderen Spielern. Das heißt, man bewegt den Joystick. Ich glaube, das ist eine digitale Joystick-Abfrage. In die Richtung, wo man passen will. Also links, rechts, vorne und die Diagonalen. Ich glaube, das sind die Möglichkeiten, die es gibt. Wenn der Ball in der Luft ist, kontrolliert man keinen Spieler, sondern den Ball. Aber den Ball, den kann man auch nur nach rechts oder links bewegen. Und ich glaube, das ist tatsächlich zu sehen von der Vectrex-Sicht aus, rechts, links, nicht von der Ball-Sicht aus. Man kann ihn nicht nach vorne und nach hinten bewegen und ich glaube auch, wenn man diagonal schlägt, kann man den schlechter in die Diagonale bewegen, die man gemacht hat, als in die andere Richtung. Also das muss man erfahren, das muss man erspielen. Aber wenn man das kann und ein bisschen geübt hat, kann man schon ziemlich coole Pässe machen. Obwohl es natürlich erstmal unlogisch ist, den Ball zu kontrollieren. Aber da man ja nicht alle Spieler kontrollieren kann und auch nicht in der kurzen Zeit, ich sag mal, sich einen Spieler aussuchen kann, den man jetzt so gerade kontrollieren will für den Pass, ist das eigentlich keine schlechte Lösung, dass man den Ball kontrolliert und damit zu einem Spieler abgeben kann. Wie gesagt, vom Realismus ist das ein ganz klein bisschen weg, weil man kann tatsächlich einen Bogen um feindliche Spieler mit dem Ball werfen. Aber es ist möglich. Also ich versuche das jetzt mal. Ich spiele übrigens mit einem Red Pack, damit funktioniert es sehr gut. Und ganz ein bisschen Sound lauter. Ich spiele das erste Spiel, das sind 5 Minuten. Natürlich ist das Spiel keine 5 Minuten, weil es alle paar Sekunden unterbrochen wird. Das Spiel fängt jetzt erstmal an mit einem Kickoff praktisch in die eine Richtung. Und von da fangen wir dann an zu spielen. Wir spielen, wenn wir alleine spielen, immer nur in der Offense. So, jetzt habe ich den Ball geschnappt und ich stelle fest, dass ich nicht sehen kann, weil ich keine Brille auf habe. Jetzt kann man die Aufstellung wählen. Button 1, 2, 3, 4 sind verschiedene Aufstellungen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich wähle jetzt einfach mal diese Einstellung hier. Jetzt sieht man, ich kann schon einen Spieler hier kontrollieren. Der Abschlag geht immer auf den Spieler, der genau hinter dem steht. Ich kontrolliere aber den hellen Spieler. Ich kann mich theoretisch davor mogeln, dann kriege ich den Ball. Ansonsten kriegt der andere, der genau hinter ihm steht, der Ball. Und man sollte hinter der Line of Scrimmage bleiben, sonst gibt es ein Penalty, Wrong Side oder Offside oder irgendwie so etwas. Button 4 geht's weiter. Jetzt sieht man, ja, das war doof. Ich bin voll in das Quadrat reingerannt. Der meint jetzt, er hätte mich getackelt, dabei habe eigentlich ich ihn mehr getackelt. Also das war bescheuert. Aber egal. Spielen wir weiter. Aufstellung. Den hier kontrolliere ich. Ich will den Ball aber gar nicht haben. Das soll ruhig mein Quarterback da hinten machen. Sobald der Quarterback den Ball hat, kontrolliere ich den. Aber jetzt kann ich den hier schon mal so platzieren, dass ich vielleicht schon einen anderen Spieler damit ärgern kann. Deswegen, ich tue die mal alle auf eine Seite, sodass die Seite schon mal ziemlich geblockt ist. So, jetzt seht ihr, der helle Spieler von dem Gegner ist geblockt, weil ich da ganz viele Leute hingestellt habe. Und jetzt fängt er langsam an zu wetzen. Aber ich habe auf jeden Fall schon meinen First Down. Und der Spieler da hinten ist immer noch geblockt. Jetzt holt er langsam auf, aber ich habe unheimlich viele Yards gut gemacht. Ich bin schon mal ja, fast auf der Hälfte. Und ich habe meinen nächsten First Down. So, ich wähle jetzt so, dass ich bin links von der Mitte, also stelle ich jetzt meine ganzen Leute rechts von der Mitte auf, um da praktisch mein Powerplay zu machen. Kontrolliere wieder meinen Spieler hier, schicke den nach hinten, gehe wieder nach hinten und er wird wieder geblockt. Ich habe Glück gehabt, also war hervorragend gespielt von mir, aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass es geblockt. Aber ihr seht, wie der hier loswetzt. Also der holt dann immer ein. Man kann das nicht verhindern. Ich spiele jetzt erstmal praktisch rein offensiv ohne Pässe, um das mal zu zeigen. Und hinterher versuche ich mal ein bisschen mit Pässen zu spielen.
Na komm, block den. Bleib. Da, ja. So, jetzt hat er den wieder geblockt. Jetzt muss er mich erstmal einholen. Ich kriege wahrscheinlich wieder meinen First Down hin. Ja. Und das Spiel geht weiter. First Down. Ihr seht oben den Marker auf der linken Seite. Der First Down ist um 10 Yards weitergekommen. Theoretisch könnte ich von hier vielleicht sogar schon ein Goal versuchen, aber das mache ich gar nicht. Ein Goal gibt 3 Punkte und ein Touchdown gibt 7. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall auf Touchdown. Solange ich die Möglichkeit habe. Ah, der wird nicht geblockt, der wird nicht geblockt. Das heißt, das wird jetzt ziemlich... Jetzt mache ich einen Pass, aber ich glaube nicht, dass meiner da hinkommt. Trotzdem ist es besser, in diesem Fall ins Auszuschießen. Das ist dann mein Second Down sozusagen. Wenn der mich getackelt hätte, wäre schlecht gewesen. Dann hätten wir nicht von hier weiter spielen können. Aber ihr habt gesehen, wie ich versucht habe, den Ball zu kontrollieren, auch zu einem Spieler hin. Aber da war halt gerade kein Spieler. Das kann natürlich passieren. So, ich versuche hier wieder alles zuzumachen. Komm, komm, blockiert. Ja, wir haben den Block. Oh, jetzt kommt er aber schon. Aber ist egal, ich komme auf... Oh doch, der wird noch blockiert. Ich habe auf jeden Fall wieder ein First... Naja, auf... ist trotzdem First Down. Ich glaube, das erste Mal, dass ich out of bounds gerappelt. Ihr seht ganz oben schon die Ziellinie. Also von hier aus könnte ich sicherlich einen Goal Kick machen. Aber ja, wie gesagt, will ich gar nicht. Also ich versuche weiterhin einen Touchdown zu erzielen. Komm, halt den auf. Ja, ja, er wird wieder geblockt. Das heißt, er hier kann rennen und naja, aber ihr seht, wie schnell der ist. Also diesmal schaffe ich noch keinen Touchdown. Wenn jetzt alles gut klappt, schaffe ich einen Touchdown. Ich habe meine ersten 7 Punkte. So, ich stelle sie mal alle dahin. Den stelle ich zum Blockieren wieder hier hin. Du schießt nach hinten. Er kommt nicht sofort runter, das ist gut. Ich zwänge mich mal da durch. Ah, Mist! Ich wollte mich da durchzwängen. Tatsächlich bin ich jetzt wahrscheinlich einen Yard weiter nach hinten gerutscht. Aber naja, gut. Also ich stelle sie mal wieder auf hier die Seite. Aber ich versuche mich nochmal da durchzuzwängen. Und er hält ihn auf. Und mein erster Touchdown. Also man muss mit seinen Kreuzchen, also wir spielen die Kreuzchen, bisschen taktieren, wo sie sind, versuchen den Gegner dazwischen haben. Der helle Gegner, der geht so gut wie immer Richtung Ball auf der X-Koordinate. Das heißt, man kann ihm nie ausweichen. Das Schnellste, was man machen kann, ist diagonal eigentlich gehen, weil da kommt man auch noch nach vorne. Nach rechts und links macht eigentlich gar keinen Sinn. Entweder man geht zu ihm hin oder man läuft von ihm weg, aber man kommt nicht weiter weg, weil er halt immer auf einen zukommt auf der Y-Ebene. So, wo sind wir? Wir sind fast ganz auf meiner Seite. Unten das G zeigt meine eigene Goal-Linie an. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen kompletten Spielzug wieder nach vorne bewegen. So, ich versuche jetzt mal, ob ich hier gelegentlich mal einen kontrollierten Pass hinkriege. Wie gesagt, passen kann ich nur, wenn ich hinter der Line of Scrimmage bin. Ich versuche jetzt mal, den da oben zu passen. Habt ihr gesehen? Ich habe das Quadrat habe ich mit dem Pass komplett umgangen und habe trotzdem mein First Down dann gekriegt. Wenn ich da ein bisschen unten gewartet hätte, wäre der vielleicht sogar noch weiter oben gewesen. Dann hätte ich noch mehr gut machen können. Aber jetzt, ja, wenn ich den First Down hier schaffe, dann bin ich schon fast wieder auf der Mittellinie. Also man kann da schon... Man muss immer den hellen Gegner kontrollieren, so dass der einem nicht zu nahe kommt. Manchmal wetzt er sofort ab einem los. Dann hat man echt Probleme, aber oft auch nicht. Und der fängt erst mit einer Zeit an, Geschwindigkeit aufzunehmen. Ja gut, jetzt habe ich praktisch einen Halfdown geschafft, also die Hälfte der vorgeschriebenen 10 Yards. Aber ich bin zumindest nach vorne gekommen. Ich habe wieder keinen Pass gemacht, aber naja, egal. Ja, eigentlich wollte ich das nicht. Naja, gut. Das ist aber voll hier. Ich warte mal so ein bisschen ab. Geht mal nach vorne. Ich versuche euch zu passen gleich. Das war doch ein schöner Pass. Jetzt bin ich schon weit in der gegnerischen Hälfte. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, zu zweit
im Moment spiele ich ja gegen einen richtig dämlichen Computer. Ich kann mir vorstellen, dass das zu zweit schon ziemlich fun sein kann. So, jetzt locke ich die mal alle auf die Hälfte hier. Gehe dann ab durch die Mitte und versuche wieder nach vorne zu passen. Ja, bin ich schon fast am Touchdown vorne. So, was machen wir? Ja, stellen wir uns mal so auf. Den stelle ich mal hier wieder zum Blocken hin. Ne, Goal Kick? Ne, ich will keinen Goal Kick machen. Okay, fangen wir an. Schön. Ah, ich hätte ihn ausspielen sollen. Jetzt fangen wir von hier wieder an. Deswegen ist es manchmal besser, den sogar als auszuschießen. Habe ich nicht recht hier noch. Der ist einfach durchgewetzt. Das macht er manchmal. Da muss man sich dann einfach drauf einstellen. Also wenn das jetzt hier mein Force Down wäre sozusagen, dann würde ich jetzt einen Goal Kick machen. Aber so versuche ich mal noch, das alles irgendwie zu retten. Er kommt da ja relativ langsam noch an. Naja, ist jetzt nicht wirklich weit nach vorne gekommen. Das ist jetzt mein Third Down. Ich probiere es nochmal nach vorne zu kommen. Manchmal hat man ja Glück. Aber ansonsten können wir gleich noch einen Goal Kick probieren. Was? Blocken, blocken, blocken. Das sieht gut aus. Das ist ein Touchdown. Naja, Pech für euch. Ich habe keinen Goal Kick gesehen. Ich bin auch nicht gut im Goal Kick. Aus irgendeinem Grund meint er manchmal, ich würde diagonal schießen und dann geht er was weiß ich am Goal vorbei. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Eigentlich muss man nur in die Mitte rennen und dann gerade nach vorne machen. Aber irgendwie schafft er das nicht immer. So, wie gesagt, wir spielen eigentlich immer in der Offense. Das ist ein bisschen, ich habe gar keine Ahnung, wie er die Punkte dafür zählt. Das ist einfach immer der die Offense hat, der kriegt Punkte oder so, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen komisch, wie das mit der, dass ich immer Offense spiele, wie das funktioniert überhaupt. Aber jetzt hab ich selber den Ball angenommen. Das war jetzt eigentlich ein Fehler, aber das war kein Fehler. Offensichtlich klappt das ja gut, aber ich habe meinen First Down ja gemacht. Aber wie gesagt, es kriegt immer dasjenige Kreuzchen den Ball, der direkt hinter dem Abschlag sozusagen steht. Ich gehe jetzt mal hier hin. Geh mal hier rüber. Nee, der will böse Sachen machen da vorne. Ja, das war blöde. Ich habe sofort angefangen, das Ding diagonal zu werfen. Dann kann man den schlechter kontrollieren, wenn man den diagonal wirft. Das ist das Problem. Am besten, man wirft den genau nach vorne. Solange man den Platz dafür hat. Und dann kann man den gut rechts und links bewegen. Wenn man den schon diagonal wirft, dann kann man den maximal wieder nach vorne ausrichten. Aber nicht mehr auf die gegenüberliegende Seite kommen. Das ist das Problem dann dabei. Die waren zu zweit da vorne. Mein zweites Kreuzchen hat den sogar noch gestört da. Aber ein guter Pass. Kein Gold. Ha! Wird geblockt. Wurde nur kurz geblockt. Und jetzt gleich nimmt der Speed auf. Das heißt, ich kriege mal einen Touchdown. Aber mein First Down nicht. Aber wir sind jetzt so nah dran. Das müsste ja nur eigentlich funktionieren, gehe ich mal davon aus. Der wird nicht geblockt. Wieso wird er nicht geblockt? Ich spiele ins Aus. Auch blöd, aber wenn er den genommen hätte, wäre noch blöder gewesen. Okay. Wieso haben die nicht geblockt? Wofür sind die denn da? Los, blocken. Block den. Los. Okay, First Down erreicht.
Also solange ich meinen First Down erreiche, bin ich eigentlich mal ganz zufrieden. Ich muss nicht unbedingt immer die super Pässe machen. Wenn ich sehe, dass ich meinen First Down kriege, dann... Ich finde es einfach, einen First Down normal zu machen, eigentlich als diese Pässe. Da vertut man sich immer noch mal so leicht bei den Pässen. Ich zumindest. Komm. Naja. Je nachdem, wie die Kreuzchen vorne platziert sind oder ich aufgestellt bin, kommt der halt sofort auf mich zu, der Gegner. Und das ist echt doof. Da habe ich dann echt ein Problem mit. Dann, aber dafür hat man ja Viert Downs. Na, jetzt wieder schön geblockt. Ja, out of bounds ist egal. First Down ist trotzdem hier. Okay, einfach nur damit, was wir gesehen haben, mache ich jetzt mal einen Goal Kick. Das ist Taste 1 übrigens. In manchen Einleitungen steht es für Taste 3. Also man schaltet die Aufstellung hier um. 1, also normal die erste Aufstellung machen wir mit 1, 2, 3, 4. Das ist einmal rechts, links, irgendwie in der Mitte und noch irgendwie Power-Aufstellung. Und dann stellt der Gegner sich auf. Wenn der Gegner sich aufgestellt hat, hat man noch mal den Button 1, um einen Goalkick zu machen, oder Button 3, um einen Punt zu machen. Ich habe jetzt Goalkick gewählt. Das heißt, der wird gleich auf meinen Quarterback gepasst, der Ball. Der Quarterback, der rennt in die Mitte, also ich renne den in die Mitte, versuche dann den Joystick nach vorne zu machen, um ganz genau gerade in das Goal reinzukicken. Wir haben nur noch 24 Sekunden, das ist wahrscheinlich alles, was mir bleibt. Also, ich versuche jetzt einen Goalkick. Button 3 ist übrigens der Kick. Ich habe gerade zuerst Button 4 gedrückt und es hatte nicht geklappt. Aber ich habe jetzt auch ein Goal gemacht. Okay, das sind jetzt keine 20 Punkte, die ich eben hatte. Ich hätte jetzt nach vorne rennen müssen, dann hätte ich die 21 wieder gehabt, aber ich habe ja einen Goal-Kick gemacht. Deswegen, das Spiel ist gleich vorbei, 15 Sekunden. Der Ball wird hier noch einmal angenommen und ich kann vielleicht noch ein, zwei Downs machen, aber in 5 Sekunden ist jetzt nicht so furchtbar viel zu holen. Aber wie gesagt, ich habe mich vielleicht ein Stündchen maximal mit diesem Spiel beschäftigt und es ist nett. Man kann sich prima damit beschäftigen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich zu zweit wäre mit einem Kumpel hier und dann noch in meiner Jugend oder so und wenn ich dann noch Amerikaner wäre und sowieso Football-Fan wäre, das wäre klasse. Also, glaube ich. Okay, los, fangen wir an. Ja, der wird aufgehalten. Dann werde ich wohl meinen First Down noch kriegen. Ja, vielleicht auch nicht. Eine Sekunde ist nicht so lang. Aber es gibt ja auch keine Punkte in Down. So, jetzt haben wir noch 0 Sekunden übrig. Time expired. Ja, Visitors 0. Das ist das Ergebnis. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ich finde das ein überraschend gutes Spiel. Danke fürs Zuschauen. Ciao.